Hey Leute, was geht und willkommen zu einem sehr lauten Start zu diesem Video heute. Wir sind direkt neben der Autobahn, da müssen wir uns schnell anhalten, da auf der Autobahn irgendwas gegen den GT4 geflogen ist. Wie ihr hier sehen könnt, sind hier leichte Kratzer, aber das passiert. Alles zum Glück Plastik vorne, aber ich würde sagen, wir fahren mal los, denn es ist einfach extrem laut. Also ich erzähle euch jetzt nochmal kurz genau, was passiert ist, denn im GT4 ist es ein bisschen leiser. Immer gut, wenn man reden möchte und Papa Gas gibt, ne? Auf jeden Fall auf der Autobahn war irgendwas aus Stahl. Das sah aus wie ein alter Einkaufswagen oder irgendwie sowas. Und vor uns ist so ein Van gefahren und der hat es einfach rübergezogen und dann wieder auf die andere Seite und deswegen hat man nichts gesehen. Ja, mussten wir leider so halb drüber fahren, aber mein Papa ist noch gut ausgewichen und es ist ja nichts am Auto wirklich kaputt, außer dieser kleine Kratzer vorne. Ja, aber der ist nicht so. Ja, also von dem her alles gut. Okay. Wir holen auf jeden Fall jetzt den 620R ab und danach fahren wir weiter zu Elite Rap und holen die V-Klasse ab. Seid echt gespannt auf das Design. Es ist sehr krass. Und wir haben unseren 620R wieder. Ich packe euch mal kurz aus dem Fenster, denn das Teil hört sich ziemlich böse gerade hier an. Und los geht's! Jetzt auf jeden Fall Richtung Elite Rap mit dem 620R und natürlich auch ich im GT4. Von dem her sehen wir uns gleich bei Elite Rap. Ich muss einfach sagen, es macht wieder so viel Spaß, den GT4 zu fahren. Einfach dieses Handgeschaltene und dann in den Kurven. Das Auto liegt so gut auf der Straße. Und für mich persönlich fährt sich ein GT4 besser als ein GT3 RS. Und das hat ganz, ganz viel mit der Gewichtsverteilung zu tun, die einfach im GT4 um Welten besser ist als im GT3 RS, meiner Meinung nach immerhin. Ja, einfach wirklich ein mega, mega, mega tolles Auto. Und klar, es ist ein sehr teures Auto, muss man auch dazu sagen. Aber für mich persönlich, man zahlt das Gleiche wie jetzt zum Beispiel beim M2 CS, zahlt so fast das Gleiche für ein GT4. Und da finde ich, ist ein GT4 einfach was Besonderes und es ist auch einfach cooler vom Fahren. Aber wie gesagt, das ist einfach nur meine Meinung. Ja, und auch einfach den Handschalter hier wieder zu haben. Klar, im Stau und so ist es nicht das Beste, aber um ehrlich zu sein, hier in Südfrankreich mit den Straßen, die man hier hat und so, macht das Ding einfach wirklich viel, viel, viel Spaß. Und ich glaube auch auf einer guten Bergstraße oder so haben nicht viele Autos eine Chance, hinter dem GT4 herzukommen. Das meine ich ganz, ganz ernst, auch die Supercars, weil die Größe von dem Auto ist einfach perfekt. Er ist so klein. Und jetzt kommt auch von hinten gleich aber mein Papa angeflogen mit dem 620R. Gucken, ob wir das draufkriegen. Da ist auch der 620R und die Kombo ist einfach so cool. Und ich finde es auch sehr lustig, drüber nachzudenken. Das sind ja beides GT4-Fahrzeuge. Klar, der McLaren hat viel, viel, viel mehr Leistung, aber es sind beides GT4-Fahrzeuge. Wir haben es jetzt geschafft zu Elite Rap und holen jetzt die V-Klasse ab. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der GT4 bleibt auch hier, denn da kommt noch ein kleines extra Detail, was die Jungs uns noch machen. Und das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich, ziemlich gut aussehen. Ich drehe nochmal die Kamera um, dann könnt ihr nochmal hier den 620R auf jeden Fall sehen. Aber ja, wir sind extrem gespannt, wie jetzt die V-Klasse aussieht. Und hier ist sie, unsere V-Klasse, wie ihr schon ein bisschen was sehen könnt. Also auf der Kamera sieht es gerade sehr schwarz aus, aber sobald das Ding im Licht ist, werdet ihr ein paar weitere Details erkennen können. Und ich bin gerade sehr froh, dass wir hier nicht rausfahren müssen, denn es ist sehr, sehr, sehr eng. Aber jetzt passt das und jetzt kommt sie auch schon raus. Also Leute, hier steht die V-Klasse und schaut es euch einfach mal an. Wir haben gesagt, wir machen etwas Verrückteres und haben wir auch wirklich getan. Es ist alles schwarz und mattgraues Camo. Überall unsere Logos. Hier nochmal und hier die ganze Seite und jetzt kommen wir auch zu meinem Lieblingspart, das.
wie gut sieht unser Logo bitte auf diesem Teil drauf aus. Hier auch so ein bisschen Optik, als wäre es so gespray-painted, kann man fast sagen. Wirklich mega, mega, mega cool. Hier haben wir dann natürlich The Satin Crew, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Alles drauf, was wir sozusagen aktuell machen. Da kann man natürlich auch immer was hinzufügen. Hinten nochmal das große Satin Crew Logo. Vinyl Madness, das ist der Typ, der alles designt hat bei der V-Klasse. EW Custom, also das ist Elite Wrap. Und ja, die Qualität von dem Auto ist mal wieder unglaublich gut. Und ja, einfach, ich bin wirklich sprachlos, muss ich sagen. Leichter Tint hier auch bei den Lichtern natürlich. Und das Ganze ist ein Print sozusagen. Also hier werdet ihr keine Abstände sehen oder so. Es ist ein Design, das wirklich mega ist. Es ist natürlich auch Crytek Ceramic Coated. Und der Ding sieht einfach so krass aus. Für eine V-Klasse ist das wirklich mega cool. Ich dachte, ich zeige euch jetzt auch nochmal hinten die Felgen. Die haben wir jetzt matt schwarz lackiert. Die waren vorher Hochglanz, sind jetzt schwarz lackiert. Hinten sind noch die Sommerreifen, sind das glaube ich, die hinten drin sind. Die sind jetzt auch matt schwarz lackiert. Aber ja, es sieht so toll aus. Ich hoffe, es kommt auf Kamera so gut rüber wie in echt. Aber halt diese ganzen Details hier und so. Mega, mega, mega cool. Mein Papa ist jetzt auch noch mal neben mir und gibt euch natürlich auch seine Meinung einmal kurz zur V-Klasse. Also ich finde, das Teil ist richtig, richtig, richtig cool geworden. Also wir sind ja immer ein bisschen vorsichtig, was so Designs angeht. Nur der M2 hat ja bisher ein eigenes bekommen und bei der V-Klasse haben wir uns eben überlegt, das ist eigentlich auch ganz cool. Und ich finde, das Ding sieht richtig, richtig geil aus. Es hat sich wirklich mega gelohnt. Cool. Und auch wieder die Qualität von Elite Wrap ist natürlich unglaublich gut. Die Jungs sind einfach echt absolut klasse. Das ist perfekt. Ja, also falls ihr coole Sachen sehen wollt im Folierungsthema, geht einfach bei dem mal aufs Instagram, @EliteWrap. Und ja, wir fahren jetzt, würde ich mal sagen, los. Ich nehme den 620R, mein Papa die V-Klasse. Und dann versuche ich nochmal aus dem 620 ein paar Rolling Shots von der V-Klasse zu bekommen. Also ich bin jetzt in den 620R und wir fahren jetzt natürlich auch los. Aber bevor wir losfahren, darf ich das hier hinten nicht vergessen. Denn hier sind meine weiteren Kamerasachen drin. Ich filme heute übrigens auf der GoPro Hero 9, um das einfach mal zu testen, wie der Unterschied ist. Also jetzt erstmal hier aufmachen. Und das wird jetzt ein Problem, hier mit Kamerasachen reinzukommen. Ist ein bisschen doof, deswegen lege ich das einfach mal schnell hier hin. Und dann springe ich auch schon rein. Dann könnt ihr mal sehen, wie kompliziert das ist, in Sennersitze reinzubekommen. Aber man muss das schon einfach sagen, Sennersitze sind wirklich die besten Sitze im Thema Schalensitze. Und ja, aber wir fahren jetzt los. Ich rede zu viel, von dem her bis gleich. Und jetzt sitze ich auch schon in unserem M5 Competition LCI. Das Auto mit dem extremst langen Namen, aber der GT63 hat ja noch einen längeren Namen, also von dem her geht's. Wir fahren jetzt Autowaschen. Der A45S ist hinter mir. Ich, wie gesagt, im BMW. Jetzt schnell einmal die Autos waschen, dann nach unserer Tour von Deutschland wieder nach Südfrankreich sind die Autos so unglaublich dreckig geworden. Alles voller Salz, Dreck und sieht ganz schlimm aus, werdet ihr gleich sehen bei der Tankstelle. Und ja, der M5 hat ein kleines Aua bekommen, leider. Wirklich, leider, 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 es tut dem Herzen weh. Aber als wir, naja, heute Morgen haben wir erzählt, also für euch vor ein paar Minuten, haben wir erzählt, dass der GT4 vorne irgendwie ein Stück Metall gegengekriegt hat, weil was auf der Autobahn lag. Und ja, als wir gestern zurückgefahren sind, lief es auch sehr blöd auf der Autobahn in Italien. Mein Vater ist mit dem M5 gefahren, ist von einem LKW oder irgendwie sowas, sind Holzteile auf die Fahrbahn gefallen und leider vorne genau gegen den M5 geknallt. Ich weiß nicht, wie viel Unglück man damit haben kann, weil genau in der gleichen Minute hat der Urus auch einen riesen Steinschlag bekommen. Den kann ich euch nachher auch nochmal zeigen. Aber es ist einfach wirklich zum Kotzen. Und ja, beim M5 vorne sieht das nicht so super aus, aber das zeige ich euch jetzt gleich. Mal sehen, was wir da machen müssen, damit das wieder heile ist. Also wir sind jetzt bei der Waschstraße bei AzureJet und wir warten jetzt schon ein paar Minuten leider. Es ist sehr voll, aber it is what it is. Und ja, ich hoffe, wir können dann gleich anfangen zu waschen. Wir sind jetzt auch endlich dran mit dem Waschen. Da steht der A45, aber ich zeige euch als erstes jetzt einmal kurz den Schaden an unserem M5. Also als erstes seht ihr natürlich, das Auto ist unglaublich dreckig. Aber ja, hier unten das Ding. Leider komplett verbogen, kann man schon sagen. PPF ist ab. Dann ist das Ding hier ist abgeflogen. Das hier ist auch gebrochen darunter. Also ja, es war wirklich kein guter Tag.
Aber so ein Zeug passiert halt. Shit happens, damit muss man rechnen. Und jetzt kommt der A45S hier rein und dann waschen wir jetzt erstmal die Autos. Sind jetzt fertig. Also auf jeden Fall der M5 und der A45S. Eigentlich müsste ich heute auch noch den Urus waschen, aber ich weiß nicht, ob wir das zeitlich hinbekommen. Denn zu Hause ist aktuell so ein bisschen Autochaos. Viel zu viele Autos überall. Ist echt, also sagen wir mal so, es ist ein sehr schönes Problem. Aber es ist auf jeden Fall ein Problem. Hier seht ihr den A45. Auch picobello sauber. Und ich liebe es an der Xpero Stealth Folie, dass wenn die Autos nass sind, so, ich muss gerade ein bisschen aufpassen, wenn die Autos nass sind, sehen die einfach aus, als wären sie gloss-schwarz. Das finde ich immer sehr entertaining, muss ich sagen. Das ist cool, den Kontrast dann zu haben, aber es sieht einfach viel besser aus in Satin Black. Dann quetschen wir uns hier mal durch. Wäre jetzt gerade natürlich nicht so schlimm, würde man vorne was anfahren. Auf jeden Fall auf der rechten Seite, da jetzt ja eh was Großes kaputt ist. Ja, ist doof. Vor allem jetzt, wo das Auto sauber ist, sieht man es leider noch mal stärker als vorher, was echt nervig ist. Aber wie gesagt, darüber darf man sich nicht beschweren. Sowas passiert. Und wir fahren jetzt nach Hause. Was gibt es denn Schöneres, als auf dem Nachhauseweg im Stau zu stehen? Ja, es ist super optimal, denn in Südfrankreich, nur mal als Fun Fact, falls ihr es nicht wisst, haben wir Ausgangssperre noch. Und ja, also Ausgangssperre kann man sagen, ab 18 Uhr soll man zu Hause sein und dann darf man noch nicht mehr rausgehen. Wie es jetzt zum Beispiel in Bayern ist mit 21 Uhr, haben wir es mit 18 Uhr. Und es ist aktuell, vielleicht könnt ihr es hier erkennen, 17.11 Uhr. Und mit dem Verkehr wird das ein bisschen eng, kann man sagen. Aber irgendwie bekommen wir das schon hin. So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause und jetzt muss ich erstmal ein paar Autos umparken. Ich habe mir eine kleine Schüssel mit allen Schlüsseln. Also als erstes kommt die V-Klasse, müssen wir umparken. Dann den Urus, den 620R, den A45S und den M5. Genau, das sind die Autos, die wir jetzt erstmal umparken müssen. Und ich dachte, um das Video zu beenden, ist es bestimmt ganz cool, wenn ihr von jedem Auto sozusagen jetzt mal ein Startup kriegt. Und da wollte ich gerade zur V-Klasse gehen, habe den Schlüssel genommen, aber es ist der Schlüssel für den GTR. Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Dann gehen wir nochmal hin. So, V-Klassenschlüssel, natürlich ohne das Affalterbach-Logo hinten. Dann können wir direkt mal ins Auto springen. Hier ist der 620. Ja, ach so, kann ich euch ja nochmal zeigen. Die neuen Panels sind jetzt hier hinten dran, wie ihr sehen könnt. Die sind jetzt noch gloss-schwarz und werden jetzt dann matt gemacht von der Little Rap. Aber ja, als erstes springen wir jetzt mal in die V-Klasse rein, sobald ich das Ding aufkriege. So. Und jetzt gibt es ein Startup von der V-Klasse. So, Schlüssel rein. Und umdrehen. V-Klasse läuft. Das ist das erste Auto, was wir schnell umpacken müssen. Ich muss natürlich auch dazu sagen, die kleine Box hier ist nur Improvisation, da ich das nicht alles gerne auf den Boden legen möchte. Aber als nächstes ist jetzt der 620R und es wird jetzt natürlich sehr schwer, den Sound der V-Klasse zu toppen. Aber wir probieren es mal. So, und jetzt der Kaltstart von McLaren 620R. Oh ja, oh ja, das klingt gut. Als nächstes haben wir jetzt den Lamborghini Urus. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, das Ding ist laut, aber ich zeige euch nochmal kurz den Steinschlag. Der ist jetzt mittlerweile leider auch gerissen. Ich hoffe, das könnt ihr hier vernünftig sehen. Aber da, so groß wie eine Euromünze in etwa, leider sehr, sehr, sehr doof. Und dieses Teil auf der Autobahn ist leider auch leicht hier raufgeflogen, wie man hier unten sehen kann. Also, aber das sollte nur PPF sein, von dem hier nichts wirklich Dramatisches. Ja, Tür vom Urus auf. Immer schön mit dem kleinen Lamborghini-Zeichen hier unten. Ich liebe diese Details. Und dann machen wir ihn jetzt auch mal an. So, hoch damit. Wir starten direkt in Sport. Erstmal hier checken, dass hier nicht gleich Radio kommt. Und dann machen wir ihn an. Und jetzt kommt natürlich Radio. So, jetzt machen wir das Auto an. Ach, hier bellt jetzt auch noch irgendein Hund. Und jetzt geht's erstmal in den M5 wieder. Ah, rein. Und Kaltstart. Nee, das ist ja kein Kaltstart jetzt, aber ein Start vom M5.
Hört sich sehr gut an. Und jetzt als vorletztes geht es in den AMG GTR, wenn ich hier vernünftig lang balancieren kann. Das sollte eigentlich ein ziemlich lauter Kaltstart sein, wenn er angeht. Denn der Tank in dem Auto ist komplett leer. Ja, als wir die letzte Tour mit dem gemacht haben, haben wir es leider nicht mehr ganz geschafft, den zu tanken. Und der ist wirklich komplett leer. Aber hoffen wir mal, dass alles so geht. Also erstmal Zündung. Individual, dass die Klappe aufgeht. Und dann los. Oh, das ist so böse. Aber wie ihr hier sehen könnt, der Tank ist wirklich komplett leer. Zu guter Letzt geht es jetzt zum A45S. Wahrscheinlich das lauteste Auto, was wir gerade haben. Aber den machen wir jetzt als nächstes an und parken hinein. Und damit der Start von der A-Klasse jetzt auch wirklich laut ist, haben wir unseren kleinen Akrapovic Valve Control. Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen, die hier in der Gegend wohnen. Also erstmal Zündung. Müssen wir logischerweise anmachen. Musik aus. Gehen wir auf Sport Plus. Dann aktivieren wir die Anlage. So, jetzt ist sie offen. Und los geht's. Es kommt auf Video wahrscheinlich null so rüber, aber die A-Klasse ist einfach Hölle laut. Ich habe jetzt alle Autos vernünftig hingeparkt, dann kann ich auch noch mal zeigen, was genau hier ist. 26R, Carrera 4S, dann schwenken wir mal so rum. Hier ist der AMG GTR, es ist leider sehr dunkel schon. Der A45S, der BMW M5 CS, wo ich euch jetzt noch, CS sage ich schon wieder, der BMW M5 Competition, ich habe den CS so stark im Kopf gerade. Aber ich kann euch noch mal das jetzt zeigen hier, jetzt seht ihr den Schaden ein bisschen besser und ja. Leider nicht so schön, dass man das in sauber so viel stärker sieht. Ja, aber it is what it is. Und dann haben wir natürlich neben dem M5 unsere V-Klasse mit dem mega coolen Design, wie wir finden. Und dann hier noch den Lamborghini Urus. Das Video ist jetzt leider auch schon zu Ende. Wir haben heute alles erledigt, was wir erledigen wollten, was natürlich sehr gut ist. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Von dem her sehen wir uns beim nächsten Mal. Denkt dran zu abonnieren. Ja, ich glaube, das war alles. Also, ciao.